Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zum großen Finale von Let's Play Europa Universalis 4. Das Qing of China Manchu World Conquest Dingsbums. Also, Achievement haben wir ja schon hinter uns gelassen. Es wird wahrscheinlich kein One-Tag, aber gut, okay. One-Faith sowieso nicht mit Tengri. Wir speeden mal ein bisschen durch. In wenigen Augenblicken legen wir los. Ich muss natürlich mal hier wieder mein ganzes Rumgemicro machen, wie wir hier die Armeen ein bisschen aufteilen. Ihr seht das hier, ne? Also ich versuche schon, diese Armeen so breit aufzufächern, sage ich mal, damit man möglichst viele Provinzen damit direkt belagern kann. Du kriegst übrigens auch direkt hier so einen Belagerungsmenschen mit. Und also ich vermute jetzt nicht, dass die Ottos hier viele Truppen drin haben werden. Falls doch, müssen wir halt die Notbremse ziehen. Machen wir bitte den hier. Wir können das ruhig ein bisschen doppeln, so dass wir da auf der sicheren Seite sind. So, und das müssen wir jetzt noch mal hier oben machen. Ja, und das dauert halt einfach, wenn man das bei jedem Krieg halt 300 Mal machen muss, dann geht das einem irgendwann schon so ein bisschen auf den Keks, ne? Okay. Zwingt einen ja keiner, werdet ihr sagen. Das ist natürlich vollkommen richtig. Ich sag aber auch direkt dazu, wenn ihr mal gleich seht, wie die Ottos hier anfangen werden, Einheiten rauszupumpen, die rekrutieren halt einfach in jeder Provinz jetzt einen Söldner. Und da hat man irgendwann noch einfach, keinen Nerv mehr drauf, ne? Und da willst du so schnell wie möglich alle Provinzen besetzen, damit die nicht einfach nur Myriaden an Truppen rekrutieren, weil die KI natürlich hier beim Micron der Einheiten ja echt gar nicht so schlecht ist, ne? Das kann sie ja schon ganz gut machen. Dann rennt die mir halt nachher hier überall mit den ganzen Mini-Armeen rum und dann musst du die alle wieder platt machen. Also es ist einfach mega nervig, ne? So, du bleibst aber bitte schon da unten, falls es auch Revolten gibt, weil da wird es ja welche geben. Und komm, den schaffen wir das, nur 19 Regimenter. Kannst du wieder zurück nach Berg und du läufst ja gleich dahin und belagerst die Provinz. So, und jetzt gucken wir mal. Okay, also die Rebellen haben wir schon mal platt gemacht. Unsere Festung wird belagert. Der greift natürlich erstmal Konstantinopel mit einem Mauerdurchbruch an. Würde sich auch was kosten haben lassen. Ja, okay, gut, aber die Route haben wir schon eingestellt, das ist ja schon mal gut. Seegefecht haben wir gewonnen. So, du machst bitte das hier und du machst bitte das hier. Ah, guck mal, da haben wir ja noch eine Armee. Lauf du mal nach Tarnovo. Das können wir, glaube ich, noch ganz gut gebrauchen. Der da oben ist easy, ne? Da brauchen wir auf jeden Fall Verstärkung. Da haben wir noch einen Überquerungsmalus. Wir machen halt mehr Damage als er. Jetzt müssen wir gerade gucken, wie hier die Nahkampfphase läuft. Okay, das ist nice. Okay, erster Vibe ist auf jeden Fall schon mal da. Aber hier oben, ne? Genau. Und hier unten seht ihr, ne, 200 verlieren wir und 2700 verlieren er. Also hat 10 mal so hohe Verluste wie wir. Und dann kannst du eigentlich ja Assov direkt weiterlaufen. Und das machst du dann auch. Genau, und du läufst ja hier runter. Also solange die Nahkampfphase gut für uns läuft, hat er keine Chance. Das Ackerland, wenn wir ihn da erwischen, ist auch gut. Haben wir auch den Damage-Bonus drin. Ja, und halt hier natürlich eine 9 gegen eine 1. Ist natürlich mächtig, ne.
Aber gucken wir gerade, was haben wir da oben jetzt gemacht? Also bleibt da bitte mal stehen und Box ist mal frei. Und das hier ist schon wieder frei. Genau, und dann kannst du ja schon mal nach Kolberg oder irgendwie so oder nach Stolp laufen, weil da oben müssen wir andauern irgendwelche Revolten, die da knüppeln. So, wir gucken jetzt erstmal hier. Ist rein. Oh, das war nicht gut. Oh, das ist natürlich fies, ne? Eine 8 gegen eine 1. Ja, jetzt kriegen wir es halt voll ab, ne? Fernkampfphase, Nahkampfphase. Na, ja, da rocken wir wieder. 8 gegen 4. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie die nächste Fernkampfphase ausgeht. Ja, ist okay. Frage ist jetzt, ziehen wir uns zurück oder lassen wir das noch zweimal weiter ticken? Ich sag, wir lassen es nochmal weiter ticken. Ey, dieses Spiel veräppelt einen, ne? Ich hasse das. Ich hasse das wie die Pest, wenn das Spiel hier lügt, ja? So. Weiter. Das finde ich einfach total unverschämt, ne? Er zeigt dir an, dass du eine Schlacht bekommst und dann bekommst du sie halt doch nicht. Das ist so widerlich. Okay. So, jetzt kommt... Was für eine Phase? Nochmal Fernkampfphase. So, und da machen wir jetzt den Verschwindibus. Einmal bitte nach Ganja. Die Provinz mit dem coolsten Namen im Spiel auf jeden Fall. Wenn wir die Verluste angucken, 14.500 zu 25.000, sieht man das schon recht deutlich. Das Problem ist jetzt halt hier, wir haben jetzt hier keinen General drin, ne? Und da ist der natürlich schon überlegen, ne? Sein General hat halt sehr gute Stats, ne? Da sehen wir auch die hohen Verluste bei uns. Das ist natürlich im Nahkampf natürlich nicht ganz so gravierend für uns. Ja, eine 0 gegen eine 10, ey. LMAA. So, ich gebe hier schon mal direkt den Rückzugsbefehl. Nur, falls es da zu brenzlig werden sollte. Hier, das werden wir wohl deutlich gewinnen. Wir haben so viel Militärmacht über, dass wir uns hier den Mauerdurchbruch kaufen können. Der wird das Ganze ein bisschen einfacher und geschmeidiger machen. Wir sind natürlich trotzdem weit davon entfernt, diese Dinger stürmen zu können, weil wir viel zu wenig Infanterie spielen, aber gut. So, du bist weg. Ja, da sehen wir hier, da haben wir jetzt viel... Ja, also er hat immer noch mehr verloren als wir, aber trotzdem, also das ist sehr verlustreich insgesamt. Bitte direkt nach Kuban weiter. Ja, man braucht halt einen General, gerade wenn er ja 3 Sterne, 4, 5, 3, ne, der wickelt uns halt ansonsten komplett. Hier machen wir mal bitte den Gewaltmarsch aus. Der Gewaltmarsch ist halt insofern schlecht für uns. Der Gewaltmarsch ist insofern schlecht für uns, weil wir dann, wenn wir Moralabzüge bekommen, diese nicht regenerieren. Und um auf Nummer sicher zu gehen, sagen wir hier schon mal, dass wir da mitmischen wollen. Okay, ich würde sagen, wir verbinden die Armeen. 20. Juli. Dann pass auf. Du läufst hier hin. Du läufst hier hin. Wir müssen mal gucken, wohin er sich zurückzieht. Das kann man jetzt so natürlich schwer abschätzen, ne? Und hier natürlich immer zwei Regimenter, damit wir nicht, von einem 10er-Stack aufgerieben werden und noch nicht gegen einen 1er-Stack verlieren. So, auch der zieht sich zurück. Ich würde mal vermuten, irgendwie so nach Athen oder so in die Ecke.
Der überlebt einfach viel zu lange. Das kann ja nicht wahr sein. Ah ja gut, jetzt haben wir ihn aber aufgerieben. Das ist doch super. Hier einen Gewaltmarsch ausmachen. Ah, wahrscheinlich lag das daran, weil wir einen Damage-Malus gekriegt haben, weil die Infanterie so runtergerattert wurde. Das tatsächlich auch was. Ja, das ist meine Armee-Zusammenstellung ist nicht gut mit den 37er-Stacks. Die sind halt darauf ausgelegt, in den ersten zwei Kampfphasen, also in der zweiten, um genau zu sein, erstmal maximalen Schaden zu machen. Aber wenn unser Gegner halt eine 8 oder eine 9 würfelt, dann schießt er uns halt so viel Infanterie in der ersten Kampfphase runter, dass wir dann Probleme bekommen mit unserer Balance zur Kavallerie. Das ist echt extrem schlecht. Und da ist diese Zusammenstellung nicht so gut. Ich müsste mehr Infanterie spielen, was in Anbetracht der mittlerweile doch recht üppigen Gefechtsbreite wahrscheinlich auch gar nicht so ein großer Abbruch wäre, ne? Aber gut, okay. Oh, shit, unser Staatsmann ist gestorben, das ist kacke. Den brauchte ich schon. Also, der Typ hat unsere Kultur. Dann komm noch mal her. Und die schmeißen wir mal gerade alle raus. Da rotieren wir uns jetzt mal ein paar schöne Staatsmänner her. Beeinflussen wir die mal. Wie viel das kostet, ist mir eigentlich egal. Warte mal, in Mazedonien, bis der andere Typ da ist, ne? Kannst du schon mal hier hingehen. Er flüchtet hier hin. Flüchtet 100 pro irgendwo hier runter. Dann würde ich sagen, da es in Thessalien noch keinen Kampf gibt, wartet ihr mal in Thessalien. Und du wartest mal bitte hier. Da der dahin läuft, läufst du mal bitte auch dahin. Shift konsolidieren für eine schöne, gute Kampfphase. Trockenland ist gut für uns. Wartet mal ruhig noch hier. Na, da haben wir es jetzt wieder hier. Da sind schon wieder diese Mini-Stacks da. Gut, ich meine, klar, jetzt hat er relativ wenige. Aber das muss nicht unbedingt sein, weil... Ah ja, super, okay, der ist schon mal weg. Das muss ja nicht unbedingt sein, der würde das ja in jeder Provinz machen, ne? So, und wo läufst du jetzt gerade hin? Nach Epirus, nach Achaea, nach Athen, Euboea vielleicht, hierhin. Okay, wir müssen ja abwarten, wo er hinläuft. Also du läufst nach Karasi. Du läufst hier hin. Du läufst hier hin. Und du läufst jetzt hier hin. Ja, das läuft alles. Ja, der läuft nach Euboea. Dann komm, ich bin schneller als du da. Nein, doch nicht. Dreck. Ah gut, aber keine Überquerungsmaß bekommen, das ist schon mal gut. Aber ich will jetzt das Ergebnis dieser
dieser Schlacht hier sehen. Passt. Ah ne, Moment, so geht's natürlich nicht. Ne? Einmal die Söldner bitte abspalten. Und dann schicken wir die Söldner nochmal hier hoch. Die können wir dahin schicken. Und dann machen wir dann so. Da läuft übrigens, stopp den Vormann, stopp den Günther. Ah, siehst du, da passt er halt einmal nicht auf. Da geht er sofort wieder hin und rekrutiert irgendwelche Armeen. Und das Ätzende daran war tatsächlich immer, dass das bei dem so gut geklappt hat. Ne? Der kam dann immer so lässig damit durch. Wir reiben jetzt, glaube ich, alle osmanischen Armeen auf und er müsste gleich auf 0,0 runter sein. Ich sehe irgendwo noch rote Pünktchen, das müssten aber diese Flotten hier sein, die er da noch hat, ne? Genau, oh, bitte mal ganz schnell nach Marosch laufen. So, da wipen wir jetzt noch einmal drüber. So, dass er halt nichts rekrutieren kann. Obwohl Litauen hat, ja, wird gezwungen sein, 10% zu zahlen. Ach, wie geil. Mhm. Ach, guck mal, das sind jetzt die Verteidiger des sunnitischen Glaubens. Kannst mal nach Wladimir laufen. Nice. Und dann fehlt da eigentlich nicht mehr viel, ne? Ja. Praktisch, ne? So, den großen Stack, den brauchen wir ja nicht mehr hier. Du kannst im Eiltempo hier hochbrettern. Moment mal, da brauche ich aber hier. Warte mal, da das Ottohy packst du mal gerade in die Armee rein. Und dann packst du mir den bitte mal darüber. Der Rest ist mir dann eigentlich da auch Latte. Du kannst twerken. Haben wir noch einen über? Ja, lass mal twerken. So, das sind 30er, da ist ein 30er Stack drin. Ich will nur die ganzen Mini-Stacks haben. Schicken Sie mir bitte alle hier rüber nach Konstantinopel. So, da haben wir schon unseren 100er Kriegsstand. Jetzt müssen wir mal gucken. Ne? Ihr seht, da sind auch ganz schön teure Provinzen dabei. Ne? Wenn wir jetzt mal mit dem ganzen Billo-Kram anfangen. Wir werden die auch jetzt in dem Krieg nicht alle bekommen. Ich sehe es aber auch auf der anderen Seite wiederum nicht ein, da jetzt hinzugehen und zu sagen, wir machen da jetzt wir machen da jetzt hier so einen riesen
so ein riesen Trara mit Waffenstillstand brechen und Stabilitätspunkte entsorgen und so weiter und so fort. Ja, ne, und das sieht halt scheiße aus, ne, das willst du ja so auch nicht haben, ne, deswegen machen wir mal gerade hier ein bisschen, lass das da mal gerade weg, dass das alles easy peasy, da sind keine Festungen drin, ne, so ist es. Okay, das heißt, ne, wir können da in anderen Kontexten ein bisschen gieriger sein, zum Beispiel hier oben. Und hier, die brauche ich auch nicht unbedingt. Hier reichen mir im Endeffekt die Festungen in Anatolien. Und Krasi brauche ich definitiv nicht so dringend. Da würde ich mich eher sagen, versuch mal Edirne zu holen, dass er da nicht mehr abhauen kann, wenn wir ihn da kesseln. So. So, dann lass die Teile da so stehen bleiben, ne? Das gehört Böhmen. Okay, so, das heißt also, ich kann abtreten an Ragusa, ich kann abtreten an Estland, ich kann abtreten an Böhmen. I like. Na, und jetzt mal ernsthaft. Oh, er ist nicht mehr Verteidiger des sunnitischen Glaubens. Und jetzt mal ernsthaft, ne? Das ist, wir müssen noch einen Krieg gegen den führen. Das ist immer noch nicht vorbei. Das ist der 200-jährige Krieg. Das muss man sich halt auch mal klar machen. Du willst mich verarschen. Ich bekomme 2 Admin abgezogen, wenn ich das Ding... Warte mal, das will ich sehen. Entwicklungsstufe wird um 5 gesenkt. Verschafft euch minus 2 Admin, minus 2 Diplo, minus 1 Mil und 11 Beute und 6 Hordeneinheit. Tatsache. Du willst mich veräppeln. Das ist nicht dein Ernst, Spiel. Was? Zum Geier. Ja, das müsste ich jetzt mal ganz kurz überprüfen, ob das so gut ist. Moment. Okay, also das ist normal, dass man Machtpunkte bezahlt, wenn man jetzt Provinzen plündert. Das ist einfach nur unfassbar. Das heißt aber, für mich lohnt es sich ja dann eigentlich nicht mehr, eine Horde zu sein, ne? Das heißt, wir müssten unser Hordendasein aufgeben, weil ich sehe es ja nicht ein, hier irgendwelche Punkte zu bezahlen. Komm du mal bitte gerade wieder zurück. Ich habe übrigens gerade auf eben festgestellt, ich habe hier dieses Live Long and Prosper Achievement bekommen. Ja. Jetzt nicht so spektakulär, ja. Ging vielleicht noch andere Sachen, aber brauchen wir nicht unbedingt. Okay, pass auf, dann machen wir das so. Ja genau, wir verringern die Überdehnung. Dann... Was brauchen wir? Admin macht und Stabi brauche ich. Okay. Damit ich die Regierung reformieren kann. Das werde ich dann auch noch irgendwann machen müssen. Alles klar. Dann gehen wir gerade hin. Böhmen, wo bist denn du? Dann kriegst du noch hier Silistrien. Ja, ich verteile jetzt mal gerade Provinzen. Okay, 80 Admin-Punkte haben wir ausgegeben. Oh, guck mal da, die rivalisieren sich jetzt schon gegenseitig. Ui. Ah ja, Böhmen hat ziemlich viel AE. Überdehnung meine ich, Überdehnung, Entschuldigung. Mach das mal so. Und danach gehst du bitte da runter. So, genau, das haben wir auch. Dann, was haben wir da?
Jetzt würde ich mal gerne wissen, wer greift denn da jetzt was an? Und frrrrp. Witzig. Okay, du gehst mal hier runter. Du gehst hier hin. Du kümmerst dich mal darum. Hier die kleinen Armeen. Du kannst ja mal nach Izmir gehen. Das ist, glaube ich, nicht so wild. Du gehst bitte dahin. Du kannst ja mal twerken. Du gehst bitte auch hier hin. Jetzt werden wir mal hier ein bisschen Armeen abspalten. Ja, okay. Oh, hey. Irgendjemanden, den ich hier noch beeinflussen kann. Ich könnte Peru beeinflussen, das mache ich nicht. Das ist zu teuer vielleicht für einen Tausender. Das können wir definitiv machen hier. Alter, über 1000 kostet das. Bei Kanada auch. Krass. Okay, ich glaube, dann sind wir hier mit dem Beeinflussen erstmal soweit klar. Ja, die würde ich auf jeden Fall mal gerne ein bisschen mehr beeinflussen. Das ist ja noch eine ganz, ganz kleine Gammel-Provinz. Ja klar, komm, gib dir mal 2 Wert. Wow, wir kriegen 20% mehr Zölle. Das macht was aus. Mit. Muss die KI natürlich auch immer so laufen, dass sie mir maximalen Verschleiß als Verbündeter beibringt, ne? Oh, Mist, das könnte geruckelt haben. Ich habe nur gesagt, dann muss die KI natürlich dann so laufen, dass sie mir noch maximalen Verschleiß beibringt. Oha. Ja, Böhmen ist aber tight auf jeden Fall. Alter. Oder warte. Mach du das mal da drüben. Hin.
Ja, das Ding ist ja tatsächlich echt. Dass unsere Verbündeten halt teilweise 99% Überdehnung haben, ne? Das ist halt einfach. Das ist halt einfach unverschämt hoch. Da können die nicht gut handeln. Da kriegen die natürlich hier auch Aufstände ohne Ende. Aber wir haben übrigens gleich Nascht annektiert. So, wir sind jetzt noch hier die Rabauken. Das sieht eigentlich gut aus. Und Guarani, da geht glaube ich gar nicht mehr. Da sind wir auf 200, so ist es. Ja, okay, gut. Dann, nee, dann lass sie erstmal. Oha. Da färbt sich die Karte schon mal direkt etwas schöner, ne? Muss man jetzt auch mal wirklich sagen. Das sieht schon mal direkt etwas besser aus. So, Estland. Wie sieht es bei dir aus? 1300. Meine Fresse. 943. Wow, okay. Holen wir uns nochmal hier die Diplotech. Ist eigentlich egal, ne? Missionarsstärke, okay. Warum nicht? Ich finde es auf jeden Fall ganz gut, erstmal so die animistischen Provinzen zu bekehren, ne? Okay. Fangen wir hier mit der Annexion von Katalonien an. So, du twerkst, du twerkst, du twerkst. Die twerken alle. Ja, ist auch okay. Also, da machen wir dann aber keinen General rein, sondern machst du dann hier. So, und dann machen wir hier in der Einstellung noch für eigene Untertanen zwei Diplomaten. Dass es nach Möglichkeit auch auf einem hohen Niveau bleibt. Wir machen also hier auch sogar noch ein Plus bei der diplomatischen Macht. Mehr Handelseinkommen haben wir als 60%. Wie viel habe ich denn momentan? Achso, das sehe ich in der Statistik dazu, ne? Moment. Wirtschaft. Einnahmen. Gibt es da nicht so ein Tortendiagramm? So, und jetzt kann ich das. Das ist aber nicht das, wie ich mir das hier gerade vorstelle. Dann ist das hier vielleicht. Moment, Handel. 49%, ja. Gut, ich meine, wir bekämen mehr natürlich, wenn wir auf die Zölle verzichten würden für ein Jahr. Dann hätten wir fast 60%. Aber das ist eine Mission, die kann ich nicht erfüllen. Deswegen wählen wir die und wählen sie direkt mal wieder ab. Jetzt gucken wir mal noch ein bisschen unseren Untertanen hier zu. Wir warten darauf, dass der Waffenstillstand mit Mali ausläuft. Das ist in 4 Jahren der Fall. Ja, die 4 Jahre überspringen wir mal, ne? Bis später.